Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die letzte und vermutlich spannendste Foundation Review für euch. Es geht nämlich heute um die nagelneue Fenty Beauty Powder Foundation. Wir werden sehr, sehr viel in diesem Video machen. Wir probieren sie einzeln, wir probieren sie mit Foundation, wir probieren sie mit Pinsel, wir probieren sie mit Schwamm, mit diesem komischen Ding, was da mal drin ist. Ich möchte wissen, könnte das die Möglichkeit für meine Oily Skin Girls and Boys sein? Und das werden wir heute ausprobieren. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid glücklich und zufrieden. Falls nicht, hoffe ich, dass es mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser wird. Und falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video vielleicht auch einen Daumen nach oben gebt. Das wäre ganz süß. Bevor es mit der Foundation Review losgeht, eine kleine Sache, die jetzt gerade noch gut passt. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich ein Buch rausgebracht habe vor ein paar Wochen. Alle bereits bezahlten Bestellungen wurden auch verschickt. Und falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr gerne den Link unten in der Infobox einmal anklicken. Da könnt ihr euch das Buch noch holen. Und jedes Buch kommt eine handsignierte Autogrammkarte von mir. Jede Bestellung ist von mir selber ausgeführt worden, verpackt worden. Danny hat damit geholfen natürlich. Und das könnt ihr euch noch holen. Ihr könnt darin kreativ sein, malen, eure Looks planen und eure liebsten Produkte mit aufschreiben. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir im neuen Jahr dann gemeinsam live gehen bei Instagram oder bei YouTube und dann ein bisschen zusammen damit arbeiten. Also falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr gerne den Link einmal anklicken und dann seid ihr direkt auf der Webseite, wo ihr das kaufen könnt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben heute super, super viel vor. Wir werden die Foundation testen. Wir werden ein Produkt, was ich bis jetzt schon liebe, von Fenty Skin benutzen. Wir machen so ein bisschen nicht Full Face Fenty, aber schon eine gute Menge. Und ich habe eine Theorie. Puder Foundations sind ja eher so ein bisschen was für ölige Häutchen. Ich benutze auch Puder Foundations, aber guess what? Eigentlich nur, um meine Full Coverage Foundation zu setten. Ich mache das meistens mit der Maybelline Fit Me Puder Foundation oder mit der von Wet n Wild. Jetzt hat Fenty aber eine rausgebracht und ich muss sagen, Packaging ist klassisch Fenty, sehr, sehr schön, sehr, sehr sleek. Es steht auf der Pappverpackung drauf, wie man sie benutzen soll, steht selbst auf dem Compact nochmal drauf. Also Packaging 10 von 10 Punkten, das passt zu Fenty. Sie hätten es auch eigentlich vielleicht in dem Format machen können, aber das ist mir ist egal. Es sieht halt sehr, sehr edel aus. Preislich liegt das so um die 35, 36, 39 Euro. Ich schreibe euch das selbstverständlich wie immer einmal hin. Ist halt Fenty Beauty, ne? Das ist jetzt nicht Rival de Loup. Darum geht es aber auch nicht. Ich finde es mal ganz spannend, einfach zu sehen, was die Foundation kann. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man mit der Foundation arbeiten kann. Und die möchte ich natürlich alle mit euch testen. Ich habe sie auch schon getestet. Ich habe ja drei verschiedene Farben bekommen. Ich habe hier die 190 in den letzten Tagen benutzt. Die fand ich ein bisschen hell. Also die Farben sind ähnlich. Ich finde sie alle sehr hell für mich. Aber das sind jetzt die Farben, die ich bekommen habe. Deswegen benutzen wir das. Man soll die Foundation entweder mit diesem Schwämmchenapplikator auftragen können. Für eine Medium- bis Full-Coverage. Mit einem Pinsel kann man sie auch auftragen. Und je fester der Pinsel, desto höher die Deckkraft. Bevor wir das machen, bereiten wir unsere Haut aber vor. Puder Foundation sind immer sehr, sehr, naja, trocken will ich jetzt nicht sagen. Aber es sind halt einfach keine, da ist halt einfach keine Feuchtigkeit drin, die die Haut so ein bisschen weicher macht. Meine Haut ist extrem trocken gerade. Deswegen benutze ich als erstes von Fenty Skin diesen, wie heißt das denn? Hydra Visor. Das ist total cool. Man kann sich die Dinger dann einzeln kaufen, muss nur einmal die Verpackung kaufen. Ich benutze die Fenty Skin Produkte auch gerade aktuell ausschließlich zu Hause im Bad. Und das ist so eine Lichtschutzfaktorcreme. Riecht super, super gut. Fühlt sich extrem schön an. Aber falls ihr wollt, mache ich euch ein komplettes Video zu den Fenty Skin Produkten. Recherchiere dazu so ein bisschen. Und das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Also es hat so einen leichten Glow-Effekt mit drin. Die Haut fühlt sich frisch und feucht an. Und die lasse ich ganz kurz einziehen. Ich finde, auch bei Puder Foundation, eine Puder Foundation ist eine Foundation. Deswegen benutzen wir hierzu den passenden Primer. Ich finde, wenn man so neue Produkte, also komplett neue Produkte von einer Marke testet, sollten wir das Ganze auch mit dem Fenty Primer benutzen. Das ist jetzt der Hydrating Primer. Es gibt den Mattifying Primer und den beides zusammen Primer. Ich benutze nur den Hydrating Primer, weil meine Haut, wie gesagt, im Moment ein bisschen trocken ist. Und den setzen wir uns gleich mit rüber. She's fresh, she's clean und ich sehe sehr, sehr müde aus. Deswegen benutzen wir als allererstes ein bisschen Concealer bzw. Color Corrector. Da wir ja mit der Puder Foundation arbeiten wollen, können wir am Ende nicht mehr mit Concealer rübergehen. Das heißt also, bedenkt, dass wenn ihr Pickel habt oder so, wie ich jetzt hier zum Beispiel dieses Ding hier auf der Stirn, ihr solltet das vorher abdecken, weil mit Flüssigkeit auf Puderprodukt zu gehen,
Lass es lieber. Okay. Ich sehe aus, als hätte ich ein bisschen mehr geschlafen. Wir werden das Ganze jetzt mit dieser Foundation machen. Welche Farbe benutzen wir denn? Die 180, die 990 oder die 200? Ich glaube, wir nehmen die 210. Die sieht einmal so aus. In der Verpackung ist auch nochmal das FB eingestanzt. Ich habe sie, wie gesagt, schon benutzt, damit ich so ein kleines Feedback dazu geben kann. Und wir benutzen jetzt dieses Ding hier. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay, es nimmt sehr gut auf. Ich finde, dass sich die Foundation oder diese Puder-Foundation sehr, sehr weich anfühlt. Also sehr, ja schon fast ein bisschen feucht, was sie nicht ist. Was soll die Foundation können? Sie soll flawless Filtereffekt haben, sie soll leicht wie Luft sein und sie soll medium to full coverage für alle sein. So sieht's aus. Ich komme ein Stückchen heran. Seht ihr alles? Das ist einmal das Schätzchen. Und wir fangen jetzt an, das hier so ein bisschen aufzubauen. Ich drücke so ein bisschen und stempel es. Okay. Krass. Also wie gesagt, das ist jetzt First Impression mit diesem Ding hier. Ich hatte das mit einem Beauty Blender nachträglich, als ich schon Full Coverage Foundation getragen hatte. Deswegen dachte ich auch eigentlich, dass wir heute diesen Schritt nachträglich machen. Okay. Wir machen mal weiter. Das geht extrem schnell. Also ich finde, das fühlt sich so ein bisschen billig an, aber wow. Okay, das ging besser als gedacht gerade. First Impression, krass, das ging wesentlich schneller als gedacht und ich glaube, ihr seht sofort einen Unterschied. Ich gehe jetzt noch mal ganz nah ran. Also es fühlt sich lightweight auf jeden Fall an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas im Gesicht habe und die Deckkraft ist überraschend hoch. Was sagt ihr? Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Unterschied findet. Ich muss sagen, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und wir nehmen jetzt einen Foundation Brush und damit nehme ich mir das Produkt auf. Er hat gut Produkt aufgenommen und das setze ich mir jetzt hier hin. Ja, okay. Die Deckkraft ist wesentlich leichter als mit dem Schwamm, aber trotzdem ausreichend. Wir machen jetzt mal fertig hiermit. Ich hole euch noch mal ein Stückchen heran. Genau dafür habe ich fast 2000 Euro ausgegeben, dass ich euch so nah ranholen kann. Also, ja, man sieht so ein bisschen Foundation im Gesicht ist, aber es ist sehr, sehr leicht. Und sehr, sehr ebenmäßig, oder? Also, es fühlt sich an, als hätte ich nichts im Gesicht. Und das ist etwas, dieses Gefühl kenne ich nicht, wenn ich mich geschminkt habe. Es gefällt mir extrem gut, dafür, dass es nur diese Puder-Foundation ist. Es hat unter den Augen gut ausgecancelt und ich fühle mich jetzt so, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wirklich wohl, muss ich sagen. Crazy. Also, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie so schön und so gleichmäßig abdeckt. Es fühlt sich nicht trocken im Gesicht an. Wenn ich jetzt zette, wir probieren es nochmal auf der einen Seite, dann gebe ich da nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit hin und die pudrige Textur verschmilzt so ein bisschen besser. Ich mache jetzt mein Make-up mal fertig. Heute ist Sonntag. Das heißt, ich teste die Foundation heute genauso, wie sie jetzt ist, den ganzen Tag. Morgen früh schminke ich mich neu, so wie ich mich jeden Tag schminken würde, Full Coverage. Und dann schauen wir, wie sie dann zusammen aussieht. Weil das ist wirklich extrem schön. Und auch jetzt im gesetteten Zustand gefällt mir das sehr, sehr gut. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ihr kennt mich. Ich brauche Full Coverage. Ich habe hier schon alles bereitgelegt. Fenty Foundation, Hydrating und Matt und alles Mögliche zusammen. Aber das ist wirklich fabelhaftes Ergebnis für eine Puder Foundation. Ich starte in den Tag, mache mein Make-up fertig und dann gebe ich euch übers Handy immer zwischendurch ein kleines Update. Okay, ich habe das Make-up einmal fertig gemacht, alles so ein bisschen gesettet und so sieht das Ergebnis aus. Ich muss sagen, auf den ersten Eindruck für eine Puder Foundation überraschend gut. Wir starten in den Tag, es ist jetzt 9 Uhr. Ich melde mich gegen 12, 13 Uhr nochmal bei euch und dann schauen wir, wie das Make-up aussieht. Aber First Impression ist gar nicht schlecht. Freunde, ich gebe euch nochmal ein Zwischenupdate. Es ist jetzt kurz vor 12. Und ich hole euch ein Stückchen näher ran. So sieht das Ergebnis einmal aus. Muss ein bisschen gucken mit dem Schatten. Jetzt, wo die Öle so ein bisschen durchgekommen sind, seht ihr, wie ebenmäßig das Gesicht aussieht. Ich habe das Gefühl, dass die Farbe so gut passt wie schon lange nicht mehr bei mir. Also farblich ist es ein bisschen dunkler als mein Hals, aber es ist extrem ebenmäßig und weich gezeichnet. Und die Haut sieht aus wie Haut. Und das ist etwas, was sehr, sehr selten bei Puder Foundations ist. Ich finde, Puder Foundations sehen immer sehr schnell cakey aus. Das tut die nicht. Bis jetzt fantastisch. Ich bin so gespannt, wie das Make-up morgen aussieht, wenn ich Full Coverage Foundation drunter habe. Hello, kleines Update. Es ist
16 Uhr. Ich habe die Foundation schon eine Weile drauf und vielleicht könnt ihr es erkennen. Es ist ganz schön oxidiert, ne? Danny meinte gerade zu mir, du bist aber ganz schön dunkel heute. Falls ihr euch an vor ein paar Minuten erinnert, fand ich, da sah das Ganze noch nicht so dunkel aus. Also, ich bin jetzt hier natürlich ein bisschen rot, aber ich glaube, hier ist immer ein guter Vergleich zwischen hier und dem Bereich hier. Weil hier werde ich nicht rot, hier ist so meine Hautfarbe eigentlich, im Gesicht zumindest. Ich glaube, dass das eventuell an entweder dem Primer oder diesem Sonnenschutz sein kann. Weil es ist auch ein bisschen ölig geworden und ich hatte das in den letzten Tagen nicht, als ich die Puder Foundation zum Setten benutzt habe. Ich bin gespannt, wie das morgen ist. Fazit bis jetzt, sie hält aber sehr, sehr gut. Sieht alles noch schön aus. Nur die Farbe ist so ein bisschen oxidiert. Freunde, Tag 2. Ich habe schon mal so ein bisschen meine Base halbwegs fertig gemacht. Gestern. Ja. Also ihr habt es gesehen, die Foundation ist total oxidiert. Ich weiß nicht, woran es lag. Optisch auf der Haut sah es aber fantastisch aus. Bis spät in den Abend. Ich habe irgendwann aufgehört zu filmen, weil ich sah halt nicht mehr schön aus, weil ich sah so orange aus und das Mascarachen war überall. Die Base an sich sah aber sehr gut aus, abgesehen von der Farbe. Ich habe jetzt meine Foundation raufgemacht. Ich habe dazu die Hydrating Foundation und die normale Fenty Foundation benutzt. Zusätzlich habe ich den Fenty Primer benutzt und vorher von Fenty Skin wieder diesen Sonnenschutz, Tagescreme, was auch immer es ist. Als Bronzer, Cream Bronzer, habe ich den Fenty Cream Bronzer benutzt. Concealer nehmen wir auch Fenty. Heute Full Face Fenty Beauty. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher euer liebstes Fenty Beauty Produkt ist. Also meins ist das Puder, das lose Puder, aber das habe ich nicht mehr. Und für den Rest des Gesichtes benutzen wir heute mal eine andere Farbe und zwar die 190. Die sieht einmal so aus und dafür benutze ich einfach einen großen Puderpinsel und gehe hier rein. Also ich war gestern ehrlich gesagt sehr angetan von dem Puder. Zumindest als Foundation wirklich selber. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Puder auf Foundation und so verhält. Ich daste einfach nur mit so einer leichten Schicht hier einmal rüber. Und natürlich, je dicker und fluffiger der Pinsel ist, desto weniger Deckkraft haben wir auch auf dem Puder. Das heißt, ich erwarte jetzt gar nicht, dass die Deckkraft irgendwie ultra krass ist, aber das Finish auf der Haut ist sehr, sehr schön. Das muss ich sagen. Also es sieht auch jetzt mit den Produkten, die ich schon drunter habe, genauso aus wie gestern, nur mit wesentlich mehr Deckkraft. Ich gehe jetzt nochmal rein und nehme damit das Baking Puder weg und erhöhe dadurch natürlich auch nochmal hier die Deckkraft. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass man mit dem Schwamm jetzt dann reingehen würde und nochmal direkt unter die Augen geht. Das habe ich schon gemacht. Ich finde, es sieht sehr cakey aus. Und wenn ich sage, etwas sieht cakey aus, Freunde und Freundinnen, es sieht cakey aus. Da hilft auch kein Setting Spray mehr. Ich fand so geil den Spruch. Ich hatte neulich gesagt, wenn man nicht weiter weiß, dann einfach Setting Spray rauf und das macht vieles besser. Und dann hatte jemand in die Kommentare geschrieben, mache ich nächstes Mal bei meiner Klausur auch. Einfach Setting Spray rauf. Maxim hat gesagt, es wird besser. Ich habe mal kurz eine Lampe weggedreht, dass ihr das Ganze so ein bisschen weniger beleuchtet sehen könnt. Also, das Finish auf der Haut ist fantastisch. Es sieht super ebenmäßig aus, nicht zu matt. Und das ist verrückt, weil normalerweise bin ich ja immer sehr, sehr matt. Das ist einmal das fertige Ergebnis. Fast ein Full Face Fenty Beauty. Fazit der Aktion, Freunde. Kommen wir zum Punkt. Gestern war schon gut. Es sah sehr, sehr schön aus. Ich glaube, dass es aber gut funktioniert, wenn ihr normale bis ölige Haut habt. Und wenn ihr auf Puder Foundation steht, ist es eine gute Sache. Solltet ihr eher so Full Coverage Queens und Kings sein wie ich, ist das eine sehr... Also, ihr seht ja, wie ultra weich gezeichnet mein Gesicht aussieht. Ich habe keine Filter auf meinen Videos. Ich habe halt nur das Kunstlicht hier. Ein sehr, sehr schönes Puder. Ich würde eher sagen, als Setting-Puder mit so ein bisschen Pfiff, als Foundation-Puder funktioniert. Warum es oxidiert ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich vermute, es liegt an der Kombination aus dem Fenty Skin und Fenty Primer, dass es dadurch so ein bisschen reagiert hat. Ansonsten, schönes Ergebnis, ist natürlich ein bisschen teurer, aber so als Full-Coverage-Produkt super. Es ist nicht hundertprozentig matt, finde ich. Es ist sehr natürlich,
sehr frisch. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Produkt sagt. Schreibt mir gerne euer Fazit, eure Meinung, alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Denkt auf jeden Fall an mein Buch, falls ihr es noch nicht habt. Im neuen Jahr gehen wir gemeinsam live. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal.